Liebes Tagebuch, meine Frau Debbie hat mich heute Morgen nach dem Aufstehen nicht geküsst. Das ist natürlich keine Willkommenskultur im Hause Klinsmann. Sofort austauschen, genau. Hallo, ich bin's, Jürgen. Ich bin hier gerade in Huntington in meinem Ehebett und ich schreibe schon wieder Tagebuch. Ja, das mache ich immer, habe ich auch bei der Hertha gemacht, genau. Und ich bewerte zum Beispiel alle Angestellten im Hause Klinsmann. Zum Beispiel hier unsere Putzfrau. 35, ist natürlich viel zu alt, ist nicht leidensfähig und erzielt auf dem Transfermarkt keinen Mehrwert, müssen wir verkaufen. Ja, genau. Wo ich natürlich in Berlin mein Tagebuch immer geschrieben habe, ist im Hotelzimmer in der Badewanne, wegen der Akustik, genau. Und meistens habe ich kein Wasser reingelassen, damit das Buch nicht nass wird. Ja, zum Beispiel hier habe ich eingetragen, am 6. Januar habe ich geschrieben, Preetz, Keuter, Windhorst und Gegenbauer, verkleiden sich als die Heiligen Drei Könige. Und da war ich natürlich daneben dann auch sauer, weil ich natürlich am liebsten auch mit dabei gewesen wäre. Ja, genau. 27. Februar, Toilettenpapier fast alle, sanitäre Anlagen im Hause Klinsmann in einem desolaten Zustand. Ja, wo ich auch ganz oft mein Tagebuch in Berlin geschrieben habe, war natürlich auf der Toilette, ja, weil ich jeden Morgen meine Mannschaftssitzung mache. Und habe ich zum Beispiel hier geschrieben, am 19. Dezember treffe Michael Preetz auf der Toilette von Hertha. Und er guckt nicht rüber, er grüßt nicht, guckt die ganze Zeit nur runter auf den kleinen Micha, statt mal rüber zu gucken zum kleinen Jürgen. Ja, ich meine, besser zum großen Jürgen, ja, genau. Also steht's hier auch. Ja. Oder hier mein Eintrag vom 21. Dezember. Paul Dardai kommt immer noch mit der kompletten ungarischen Familie samt Schwiegermutter zum Duschen. Aufs Trainingsgelände, ja genau. Während wir trainieren und wenn wir dann duschen wollten, da war es wasserkalt. Wo ich auch sehr viele Tagebucheinträge mache, ist in meiner Küche, genau. Das ist quasi das offizielle Büro für Cleansy Leaks. Richtig, zum Beispiel hier gestern habe ich eingetragen, dass unsere Köchin ein Supertalent ist, ist aber leider stinkend faul. Und überhaupt kein Salz dran. Ist natürlich meine Frau, die Debbie, muss sofort ausgetauscht werden, aber ist auch mit dem Schwaben zusammen. Ja, richtig. Wo ich natürlich wirklich auch sehr viele Tagebucheinträge gemacht habe, das ist natürlich vom Fernsehapparat. Ja. Weil der Alexander Nuri und sein Team haben das Training geleitet und ich habe natürlich nichts gemacht. Da hatte ich Zeit, eben dann was in mein Buch reinzuschreiben. Zum Beispiel hier steht dann Spiel gegen Gladbach. Michael Preetz beleidigt zunächst den Parkplatzwärter, genau. Dann beschimpft er die Klofrau, bepöbelt den Schiedsrichter und auf Toilette sein eigenes Spiegelbild und das ist natürlich nicht in Ordnung. Ja, viele fragen natürlich, wie kann man denn so ein Tagebuch an die Öffentlichkeit geben? Aber ich, der Jürgen, ich habe es ja nicht an die Öffentlichkeit gegeben, sondern ich habe es einem Freund gegeben und der hat es an die Öffentlichkeit gegeben. Genau, und ich bin quasi schuldlos. Aber ich brauche ehrlich gesagt keinen Job mehr als Trainer. Ich habe ja genug Geld verdient und ich habe jetzt auch einen Berufszweig gewechselt. Ich bin jetzt nicht mehr Kandidat für Werder oder für HSV, sondern für CIA und FBI. Und ich habe auch einen neuen Decknamen. Genau, ich bin nicht mehr der Jürgen, sondern ich bin nicht EM, nicht WM, ich bin IM. Lothar Matthäus. Mhm. So, Freunde, Jürgen Klinsmann hat Tagebuch geführt und man kann alles nachlesen. Ja, da wackelt sogar der Hund mit seiner Kette. Was sagt ihr dazu? Geht das überhaupt? Und was haltet ihr von der Hertha? Schreibt es in die Kommentare. Außerdem sehen wir uns gleich im nächsten Video mit Jürgen Klinsmann. Einen wunderschönen guten Abend. Köln! Köln.